Nahe gelandet und für Spielen Stranded Deep, tatsächlich jetzt aber über Hitbox gerade ein Feierabend-Livestream, weil ich bin hier sowieso am Spielen. Warum soll ich dann nicht auch den ganzen Spaß gleich noch streamen? Nach YouTube wird es dann direkt automatisch exportiert. Wir haben zwar aktuell noch keine Zuschauer, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Wir wissen ja, wie das Spiel im Grunde so funktioniert. Ich hoffe, man hört mich auch noch ganz ordentlich. Aber falls irgendwann der erste Zuschauer zu uns stoßen sollte, dann geht's los. Hier mit großer Interaktion und tralala. Wenn nicht, dann ist das auch nicht weiter schlimm. So, Hunger haben wir auch noch ein bisschen, aber wir haben ja hier ganz viele Kokosnüsse. Und mit ganz vielen Kokosnüssen weiß ich genug, was anzufangen, nämlich die einfach mal wegnaschen. Und mir juckt die Nase und es ist fürchterlich warm. Ich schwitze mich hier gerade ein bisschen tot. Gerade Feierabend gemacht. Ich habe mir gedacht, jetzt streamst du mal. Ich habe es ja auch auf dem YouTube-Kanal angekündigt, auch wenn sich keiner das Video angeguckt hat. Und wir befinden uns hier auf einer wunderschönen kleinen Insel und haben schon ein Häuschen angefangen zu bauen. Wir haben hier so ein, zwei diverse Wracks in der Nähe. Zum Beispiel dieses da drüben, wo ich noch eigentlich mal noch hin wollte. Mich hat dann nur bei der. Das letzte Mal, als ich getestet habe, hat mich dort ein Hai gestört. Das wird er jetzt hoffentlich nicht mehr tun. Ah, sehr schön. Bucket. Und jetzt gucken wir, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Jupp, gibt es. Ducktape. Ich würde hier gerne raus. Vielen Dank. So, ah, mit dem Bucket of Seawater, den können wir ja direkt aufs Feuerchen hängen. So, bleibt mal da stehen. Ach so, wir waren eh schon satt. Ist aber nicht so schlimm. Jetzt hängen wir diesen Bucket of Seawater da dran und nehmen uns ein, zwei Sticks. Packen die hier mal noch rein. Und dann können wir den ganzen Kladderadatsch anzünden. Anzünden. So, ich habe hier irgendwo noch eine Ecke, wo ich noch ganz viele Palmen gelagert hatte. Genau, hier drüben. Mein kleiner Palmenfriedhof, da hatte ich mal wieder ein bisschen für mich gespielt und jetzt dachte ich mir, boah, warum immer nur für mich spielen? Sind das denn hier bloß noch diese Palmenoberteile? Anscheinend ja. Ah, hier ist noch ein bisschen Holz. Und auf Holz bin ich ja persönlich ganz scharf. Deswegen nehmen wir es einfach mal mit. Und jetzt muss ich gerade mal in den Stream-Einstellungen noch was schauen. Zeig mal, damit ich mich selber noch ein bisschen sehe, ist ja wichtig und notwendig. Einstellen, um Kamera in-game anzuzeigen. Ja, genau das habe ich gemacht. Mensch, du schlaues X-Split. Du bist wahrscheinlich das schlauste Programm auf der Welt. So, ich wollte hier mal irgendwas mitnehmen. So, hier ist ja auch nichts mehr dran. Bloß noch Gebimsel, aber hier drüben definitiv noch ein bisschen. Ein bisschen Holz für uns zum Mitnehmen. So, wenn der erste Zuschauer dann vielleicht mal kommt irgendwann. Ich habe jetzt vor, so ungefähr 2 Stunden aufzunehmen. Weiß noch gar nicht, wie sich das dann auf YouTube auswirken wird. Aber wir lassen uns davon jetzt erstmal nicht unterkriegen. Da ist das Wasser auch schon durch. Meine Webcam ist noch ein bisschen breit. Das gefällt mir theoretisch gar nicht so gut. Da sieht man zu viel hinten mein dreckiges Geschirr stehen. Vielleicht mal hier. So. Obwohl. Vielleicht so, dass man die typische YouTube- und wahrscheinlich auch Twitch-Wand da hinten sieht. Mit Glas, wie ich gerade feststelle, steht noch ein Glas. Okay, erstmal ablegen. Können ja auch erstmal den ganzen Quatsch, der hier noch so rumliegt, das können wir alles erstmal ablegen. Okay. Dann, nee, ich hatte hier doch, wo war denn? Genau, hier liegen noch ein paar Steine und da kommt auch der ganze Rest erstmal hin. Hier ist noch keine große Ordnung drin. Das brauche ich auch gerade nicht. Kann ich mal hier in Sichtweite legen. Und den schönen neuen Hammer lege ich auch ab. Ach, das finde ich wieder nicht. Deswegen lieber mal. Wie sieht's denn aus? Oh, Yucca ist wieder verfügbar. Können wir gleich noch Yucca mitnehmen. Aber wir haben auch, was es früher ja nicht gab in den vorherigen Iterationen dieses Spiels. Wir haben jetzt ja tatsächlich
Was wollte ich sagen? Ach so, die Inseln sind jetzt deutlich näher. Das war es, was ich sagen wollte. Ja, und die Grafik ist natürlich überarbeitet worden. Ich glaube, das sieht man im ersten Moment nicht so. Da fliegt das Headset vom Tisch. Ich wollte hier bloß mal meine Lüfter auf volle Pulle drehen, weil hier mit Stream und so landen wir dann doch bei 44% CPU-Auslastung. Naja, gut, ist dann doch nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Warum liegt das denn hier so? Das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. Immer noch keine Zuschauer. Was erwarte ich auch? Aber ich habe mir jetzt gesagt, immer wenn ich Zeit habe in der Woche, und das ist ziemlich oft nach Feierabend, dann streame ich einfach. Warum auch nicht? Und dann ist auch gleich Content für den YouTube-Kanal wieder da. Das werden dann halt wahrscheinlich immer sehr lange Folgen, aber soll mich jetzt nicht stören. Klüng, klüng, klüng. So, der Trunk ist kaputtgeschlagen. Ich muss mal ein bisschen gerader hinsetzen hier, wenn das Mikrofon nicht mal ein bisschen. Ist ja gut, ich fasse dich schon nicht an. So, wenn ich das Mikrofon ein bisschen gerader. Ach, so, dann kann ich auch ein bisschen gerader da sitzen. Tut meinem Rücken, glaube ich, ganz gut. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Gut, Trunk, Trunk, Trunk. Wir machen hier. Wow, die Sonne ging jetzt aber schnell unter. Das kam jetzt etwas unerwartet und ich habe noch nicht mal ein Bett gebaut, weil ich das Dingens nicht mehr weiß. Das Rezept fürs Bett. Rezept fürs Bett. Huch, nein, keine. Ich möchte nicht in die Developer-Konsole. Ich wüsste gar nicht, was ich da drin soll. Campfire. Ja, danke. Ich habe schon ein Campfire. Ich weiß, dass es halt noch so. Huch. Kann ich hier. Ah. Das hier wollte ich haben. Ich brauche nämlich anscheinend eine neue Axt gleich mal. Oder eine Fishtrap. Ach. Nee, ich brauche erstmal die. Wo liegt sie? Da liegt sie. Danke. Ehe die andere nämlich kaputt geht. Und wir haben ja gerade eh keine Chance, was anderes zu machen. Obwohl, man könnte diesen Eimer mal vom. Abnehmen hier hinstellen und sich mal noch eine Krabbe fangen. Pocket Knife, ja, der ganze. Den Rock muss ich irgendwann mal übersehen haben oder ich habe ihn dort abgelegt. Geräusche über Geräusche. So, ich höre. Ah, hier. Erstmal noch Yucca mitnehmen und rechts ist gerade im Bild eine Krabbe rausgekrabbelt. Oh, hier sind ganz viele. Zwei sollen es sein. Das war das Steam Overlay. Das war nicht der Plan. So, und die Krabbe kommt jetzt höchstbietend hier drauf. Und die andere hier daneben. Und dann werfen wir das Lashing ab. Ich habe es noch einmal eingesammelt. Ich bin auch ein besonders spezieller Gutspieler. So. Wo war denn die doofe Yucca-Palme jetzt hier? Tatsächlich einmal Lashing übersehen. Also ein bisschen Licht ist gar nicht schlecht. So, jetzt aber. Lashing und so eine komische Fisch. Braucht es noch einen Stein? Ah. Plüng, Fishtrap. Na 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 Fishtrap. Besorge uns Fisch. Fisch für alle, Fisch für mich. Frischer Fisch, Fisch. Ah, da ist auch die Krabbe schon durch. Ich habe sowieso gerade Hunger. Im echten Leben nicht so. So, sagte er.
Hier lagen doch eigentlich auch noch irgendwo. Wer weiß nur wo. Erstmal schlagen wir die kleine Palme noch klein. Palm Tree, Palm Tree. Achso, da war kurz die Axt kaputt. Ich hatte mir schon etwas Sorgen gemacht, aber die waren anscheinend völlig unbegründet. Deswegen nehmen wir das jetzt hier so mit, wie es ist. Gott, ist das warm. Draußen nur 32 Grad, hier drin wahrscheinlich noch 10 Grad weniger. So, da gab es nur die paar Sticks. Schon wieder Steam Overlay. Es ist so nicht geplant mit dem Steam Overlay. Hep. So. Und Support braucht man nicht mehr. Wall, Window, Wall, Roof. Ne, wir brauchen ja eine Wall. Vier Palmfronds haben wir noch. Und hier drüben liegen bestimmt auch noch vier Sticks. Ach, sogar noch mehr. Ich glaube allerdings, ich brauche sowas wie Lashing für die Tür. Gut, aber erstmal hier zum Bauen alles ablegen. Und leg mal noch einmal Lashing hin, obwohl ich nicht glaube, dass es für die. Achso, wenn man nicht die Axt auswählt, geht das natürlich nicht. Ah, was? Support Wall, Window Wall, Foundation oder Roof. Ne, wir brauchen noch eine richtige Wall. Hatte ich nicht auch. Ach, da ist eine Window Wall. Ach. Naja, gut, dann machen wir hier einfach ein bisschen Freistil bauen. Na, komm schon. Na? N Jetzt. So, können wir hier nicht eigentlich noch jemanden mitteilen, dass wir hier gerade streamen? Auf Twitter veröffentlichen. Super. So, es ist immer noch sehr, sehr dunkel. Es wird auch nicht heller heute. Heute mehr. So, jetzt schlagen wir das hier halt noch klein, damit wir diese Palmenblätter bekommen. Und mit den Palmenblättern werden wir äußerst erfolgreich gleich bald dann das Haus hoffentlich fertig bauen. Eventuell braucht man noch ein bisschen mehr Holz, aber wir haben ja eine Insel gleich um die Ecke. Die können wir auch noch kahl machen. Nackig quasi. So, Pamfong, Pamfong, Pamfong und weiter im Text. Sagt nämlich die Uhr 17:16 Uhr. Na, es ist noch nicht besonders lang. So, ganz viele Palmfonds eingesackt und jetzt zurück zum Bau. Was haben wir da? Was fehlt uns denn noch? Vor allen Dingen fehlt uns eine Tür. Also nicht vor allen Dingen, aber eine Tür wäre schon schön. So, noch eine Wall. Es ist ein bisschen tricky geworden. Tricky. Tricky. Was haben wir denn hier? Eine ungerade Anzahl von, von diesen Dingern. Das passt mir ja gar nicht. Okay. Haben wir denn noch Palmen, die noch nicht da steht? Noch eine und lacht uns an. Zwei sogar noch. Erstmal die große, das lohnt sich mehr. Palm Tree. Naja, kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Habe ich den heute schon gebracht? Ich glaube nicht.
Plöng. Mich würde jetzt mal meine Netzwerklast interessieren, aber jetzt hier raustappen während des Spiels ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. La 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 la. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von keine Ahnung, wie das Lied heißt. Irgend so ein Weihnachtslied. So, komm mal mit, wo ich dich besser sehe. Da hier noch ein Stick oder ein Stone oder gar nichts von beiden. So, das. Oh, die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf. Huhuhu, die Sonne geht auf. Schalala, huhuhu. So, Le Trank. Le Trank wird klein gehackert. Schön hier, wieso die Sonne hier so drüber lacht und durchs Gebälk scheint und so, ist schon schick. So, aber ich habe keine Zeit für schick. Gucken, ob wir was so auch essen und trinken geht noch. Wolken stehen da, aber der Sonne geht doch gerade so schön auf. Da können keine Wolken kommen. Das geht so einfach nicht. Das geht so nicht. Nein, 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 das geht so nicht. Nein, nein, nein. So, dann Trunk, 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 Stick, 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 Trunk, Stick, Blob. So, wo ist denn die Baustelle? Ich habe es jetzt schon wieder verdrängt, wo wir hier gebaut hatten. Hoch, sieht das schön aus. Wenn der Hai nicht wäre. Wenn der Hai nicht wäre, wäre es perfekt. So, viele, viele, viele Sticks. So. Wall. Windowed Wall. Das ist nicht so einfach hier. Danke. So, jetzt sind erstmal ist die Wall hier soweit fertig. Und jetzt brauche ich, ne, haben wir natürlich hier kein Lashing. Das wächst ja auch nicht allzu schnell nach. Ne. Die ist auch noch nicht nachgewachsen. Guck. Oh. Hunger und Durst vorhanden. So, gegen Durst habe ich ja hier was. So, damit sollte der erstmal besänftigt sein. Und hier liegen ja ein paar Kokosnüsse. Ah, die können wir sogar noch klein schlagen, wenn die klein ist. Haben wir auch wieder was gegessen. So, das hat anscheinend gelangt. So, das Feuerzeug muss ich jetzt hier mal. Ich lege es neben die Krabbe, damit ich es nachher wieder finde. So, ich muss jetzt nämlich mal auf Spazierfahrt gehen. Weil ich Lashing brauche. Aber man sieht, die Insel da drüben ist gerade reingepoppt. Da gibt es also kein Problem. So, wir machen mal den Schnellfahrermodus an. In der Hoffnung, dass wir nicht runterfallen, ist nach wie vor nicht gefixt. Der Schnellfahrermodus. Und ehe mich hier ein Hai wegschnabuliert oder ich irgendwelche anderweitigen Probleme bekomme, dann nehme ich den doch mal. Benutze ich den doch freiwillig. Freiwillig vor allen Dingen. So, hier, das ist hoffentlich die Lashing-Insel und natürlich auch die Holzinsel. Fällt gerade auf, ich hätte das hier natürlich da lassen können. Bitte. So, Lashing. Auf der anderen Insel. Insel Nummer 2. Die hier auch mit zahlreichen Sachen. Ach, hier. Die Yucca-Palme lacht mich schon an. Zweimal Lashing und da drüben ist noch einmal Lashing. Jetzt glaube ich auch. Oh, da ist auch eine Kartoffelpflanze. Ich meine, die nützt mir nicht viel. Da gibt es ja kaum was zu holen. So. Dich können wir nicht fällen. Ich möchte ja eigentlich eine möglichst hohe Palme haben, dass wir hier nicht so viel. Diese zum Beispiel. Wir können ja eh nicht viel mitnehmen. Aber ich sag mal, wenig ist besser als nichts.
So, vielleicht sollte ich auch auf 720p und 60 FPS. Naja, ich probiere es erstmal mit 30 FPS. Es war ja bis jetzt noch keiner hier auf dem Kanal, der mir sagen könnte, ob die Qualität gut ist oder schlecht, ob man mich überhaupt hört. Ich weiß auch gerade nicht, wie hier die Lautstärke eingestellt ist. So wie ich sie haben will eigentlich, das ist schon mal gutes Zeichen. Aber wenn mir keiner Rückmeldung geben kann, dann muss ich mich auf mich selbst verlassen. Komm halt mal mit. Danke. Ja, so, die Wanne ist voll. Genau das war das, was mir die ganze Zeit schon im Kopf rumgeschwirrt war. Aber kleiner PC, der muss hier, der kocht bestimmt bald. Aber er ist ja eigentlich ganz gut belüftet und für den Notfall. Aber ich glaube, es ist jetzt bloß noch diese Woche so richtig warm. Danach ist wieder alles entspannt und in Ordnung. Trunk. So, noch einmal Holz. Können sogar noch zweimal Holz mitnehmen. Ich hoffe nur, dass die Axt noch so lange hält. Ja, die sieht soweit ordentlich aus. Dann müssten wir eigentlich alles haben, was notwendig ist. Hoffentlich. Ich weiß auch nicht so richtig, wie diese Fishtrap funktioniert. Ob ich die einfach nur. Obwohl, komm, jetzt lass mal hier noch. Nee, wir brauchen. Was brauchen wir denn? Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Oh, da ist ein Zuschauer. Hallo Zuschauer! Schreibt mal was in den Chat, ob man mich gut hört. Das ist ja witzig, dass tatsächlich jemand zuschaut, hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Hallo Zuschauer, hallo. Wir spielen übrigens Stranded Deep, falls du es noch nicht gelesen hast, aber hast du wahrscheinlich, weil du hast ja irgendwie auf den Link geklickt. Das freut mich jetzt aber, dass hier jemand angeschalten hat. Super. Ein Zuschauer. Der ist bestimmt gleich wieder weg, weil ich ihn. Oh nein, ich habe ja schon alles. Weil ich ihn zu intensiv begrüßt habe. Der Zuschauer. Ich mache ja übrigens ein Live-LP für den Fall, dass du nicht weißt, was das ist. Aber das denke ich doch. Das wissen ja die meisten. Das wird dann hier direkt noch für YouTube verwurstet. Die ganze Geschichte. Wo ist denn meine Insel? Ach, dort. Die Insel ohne Palmen. Aber niemand möchte was in den Hitbox-Chat schreiben. Oder das Hitbox-Chat-Plugin funktioniert nicht. Das kann natürlich auch sein. Ein Zuschauer. Jetzt fängt es ja an zu regnen. Ich glaub's ja nicht. Wenn es da draußen mal regnen würde in der echten Welt, das finde ich gut. Das fände ich echt super. So, und jetzt ra. Wie geil ist das denn? Es wird ja erstmal dunkel. So, jetzt gucken wir mal bei Hitbox rein. In die Hitbox-App. Und hier ist irgendwo ein Hai in der Nähe. Der böse, böse Hai. Ah, ich muss hier aber das Handy leise machen. Ohne ist ja doof. Und jetzt segel ich hier dran vorbei. Auch schön. Ja, ich kann mich nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Das ist halt ein bisschen schwach von mir. So, ich habe intensiv und erfolgreich Holz gesammelt und wer intensiv und erfolgreich Holz sammelt, darf seine wunderschöne, hässliche Blockhütte jetzt auch endlich mal weiterbauen. So, bam, 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 bam. Dim, 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 dim. So, hier genug Zeug gesammelt. Jetzt aber. Jetzt gib mir meine Tür. Sehr gut. Tja, die Tür jetzt von außen oder von innen reinsetzen? Ich glaube, ich möchte, dass sie nach außen öffnet, wenn sich das hier. Ja, Technik, die begeistert hier mit dem Einsetzen. So. Aha, ja, sie öffnet sich nach außen. Sehr, sehr schön, wollte ich gerade sagen. Dann war es das aber doch nicht. So, und damit wir nicht ganz so nass werden, ich brauche noch ein paar Steps. Damit es hier ein bisschen hübscher aussieht. So. Steps und langsam jetzt mal
ein bisschen was an Dach. Und dafür fehlen mir die Foundations, ich Depp. Ne, nicht die Foundations, sondern die Supports. Hier, Support. Und noch ein Support. Und dann kann ich auch meinen Roof dran setzen. Wir fangen mal in der Mitte an. So. So bleibe ich jetzt, bis jemand was in den Chat schreibt. Bis jemand was in den Chat schreibt. Ich schreibe auch mal was. Guckt, das ist ganz einfach. Man schreibt hier Test. Und dann drückt man auf Return. Und dann taucht der Test auf. Ist voll verrückt. Voll verrückt. So, was habe ich denn hier? Was kann diese App denn hier noch? Quality Source. Ja, eine bessere Quality gibt es ja auch nicht. Oder auch eine schlechtere gibt es nicht. So. Reicht das denn noch für einen weiteren... Jo, reicht's. Sehr gut. Jetzt haben wir hier noch 3 Sticks, 4 Sticks, 5 Sticks. Muss dann mal ein bisschen ordnen. Wenn es geordnet ist, geht's auch besser. So, 5 Sticks. Ich brauche einen Haufen Scheiß. Vor allen Dingen brauche ich ganz viel von diesen Palmenwedeln. Palmenwedel, ja. Ja, guck mal, lieber Zuschauer, jetzt habe ich doch hier schon reingeschrieben, Test. Schreib doch auch mal Test. Du kannst auch X schreiben. X für Test. Das X markiert den Punkt. So, na komm. Ah, jetzt kann man auch klein schlagen. Klein geschlagen. So. Wir wollen ja heute noch fertig werden mit der Hütte. Ich habe ja Zeit. Ich habe ja Zeit. Das ist der Feierabendstream. Ich habe Feierabend. Und im Feierabendstream lasse ich mir auch Zeit, bis ich dann irgendwann vielleicht mal der Meinung bin, was essen zu müssen. Aber so viel Zeit muss sein. Roof. Langsam wird es hier doch recht heimelig. Allerdings gehen mir jetzt die Dinger aus hier, die Sticks. Ich brauche Sticks. Ja, hier ist noch eine Palme übrig, die habe ich noch nicht abgerissen, sehr gut. Ich mag es, wenn ich Palmen noch nicht abgerissen habe. So, abgerissene Palme. Dieses Geschiffe hier, das nervt auch ganz schön. Aber... Wie der, dieser Counter-Strike-Junge, nee, es war ein Unreal-Tournament-Junge, ich will Unreal-Tournament spielen, gesagt hat, was willst du tun? Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was ich tun will. Ich kann ja wenig machen gegen den Regen. Ein Regenschirm wäre natürlich schön, ich könnte mir vielleicht einen Oktopus fangen und daraus einen Regenschirm spannen mit 4 Sticks oder so. Und einem 5. für die Mitte, das wäre doch eigentlich raffiniert. Liebe Entwickler, falls ihr mir zuschaut, was ich nicht glaube, dann, vielleicht dann, Roof wollte ich, genau, dann bastelt, gebt mir doch die Möglichkeit, bitte einfach so einen Oktopus-Regenschirm zu bauen. Und jetzt stelle ich gerade fest, dass ich kein Holz mehr habe. Gar keins mehr. Scheiße. Was sagt denn die Wettervorhersage? Die Wettervorhersage auf dieser schlauen Uhr sagt, es regnet. Danke dafür. Oh, hier ist zumindest noch ein Stick. Oh. Wir haben tatsächlich alle Palmen abgegrast, alle. Oh, jetzt muss ich aufstoßen. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Will ja hier nicht laut rülpsen in der Aufnahme, beziehungsweise im Stream, im Feierabendstream, zu dem ich dich, lieben Zuschauer, genau der du da bist, nochmal recht herzlich begrüßen möchte. Muss ich denn jetzt eigentlich zwingend was braten? Nö, ich kann ja erstmal hier was trinken aus meinem Bucket. Und so ein Nüsschen essen. Ah ja, ich brauchte ja auch dieses... Nee, Duct Tape brauche ich gerade nicht. Ich brauche aber so ein Steinchen. Scheiße, ich habe auch keinen Stein mehr. Jetzt noch einmal Lashing. Wie sieht's mit Steinen aus? Wie sieht's mit Steinen aus? Schlecht. Scheiße.
Ohne Stein hast du hier nichts gekonnt. Rein gar nichts. Meine Axt ist nämlich, wie man hier so schön sieht, an diesem kleinen roten Fitzelchen. Meine Axt ist so gut wie dahin. Aber ohne Stein sieht es da schlecht aus, weil ich brauche die Axt ja, um weiterhin diesen Quatsch abzubauen, der hier noch so rumliegt. Und ich will ja das Dach fertig bekommen und dann kann man mal überlegen, wie man hier weiter fortfährt. Auch kein Stein. Kein Stein ruft mich an. Hier unten vielleicht sich noch irgendwie unter dem Haus was... Oh, jetzt hört auf zu regnen. Dann. Wo liegt denn mein Messerchen? Ich habe das hier irgendwo abgelegt. Da. Pocket Knife. Sehr gut. Damit mache ich mir jetzt erstmal hier diese Kokosnuss klein. Trinken müssen wir, glaube ich, nichts. Das ist schon erledigt. Und wir können hier ein bisschen hochschmeißen. Wenn es funktionieren würde. Manchmal, früher ging das. Na? Ah. Genau, da spare ich mir nämlich ein bisschen Messer. Messer spare ich mir da. So, und dann werden wir den ganzen Spaß nochmal machen. Sehr gut. Das hat gut geklappt. Und da es jetzt aufgehört hat zu regnen, können wir auch wieder irgendwo hinsegeln, wo wir ein paar Steine bekommen. Weil hier auf der Insel sind alle schon weg und verbraucht. Das Messer muss ich jetzt gezwungenermaßen mitnehmen. Jetzt bleibe ich auch noch hängen. Das lasse ich mal hier liegen. Hier so. Lashing kann hier auch liegen bleiben. Okay, den Rest werde ich aber definitiv brauchen. Erstmal zu... Na, die geht die Sonne schon wieder unter. Das war natürlich so nicht geplant. Aber was will man machen? Was willst du tun? Mal hier Speed Mode einlegen. Ist jetzt nur ein bisschen schummeln, dass man hier ein bisschen schneller vorankommt, weil sonst dauert mir das jetzt einfach zu lange, zu dieser Insel darüber zu gurken. In der Hoffnung, dass es dort überhaupt Steine gibt. Was wir jetzt machen, oder was ich mache natürlich, wenn es hier keine Steine gibt, das weiß ich noch nicht so genau. Das weiß ich noch nicht so genau. So. Stein. Hals- und Steinbruch, sage ich da nur. Nachher kann ich ja dann hier drüben mal dieses Schiff erforschen, aber ich will erstmal ein was fertig kriegen. Und dafür brauche ich wenigstens einen verdammten Stein. Einen Stein auch nur. Es muss nur einer sein. Diese niedrige Sonne, die nützt mir jetzt natürlich gar nichts. Also wirklich gar nichts. Scheiße. Scheiße, kein Stein. Ja, und jetzt geht hier die Sonne unter und ich bin am Arsch. Ohne Stein und ohne Gurt. Was? Ohne Helm und ohne Gurt. Hier kommt Kurt. Kennt das noch jemand außer mir? Einer Zuschauer? Einer Zuschauer. Das klingt auch irgendwie verkehrt. So, die Nase juckt, aber es geht... Es geht voran und es geht weiter. Mich würde ja mal interessieren, wie dein Name ist, werter Zuschauer. Damit ich dich persönlich ansprechen kann. Dann könnte ich im Gegensatz zu dem virtuellen Ich, das ich hier gelernt habe, benutze nicht das virtuelle Ich, sondern das virtuelle Du. Weil ich rede ja hier quasi für eine nicht vorhandene Menge an Zuschauern. Die wird es vielleicht erst geben, wenn ich das Ding wieder auf den YouTube-Kanal hochlade, weil die Stranded Deep Let's Plays ja immer extrem gut gelaufen sind. Aber jetzt macht's auch wieder Spaß. Ich hatte lange keine Lust auf Stranded Deep spielen. Jetzt strecke ich mich doch mal ein wenig. Bin ja schon wieder so eingesunken, so. Hallo. Hallo. So. Bauch rein, Brust raus, Schultern nach hinten. Das hat mein Sportlehrer früher immer gesagt.
Und dieser Anweisung folge ich jetzt. Wir brauchen allerdings trotzdem. Ja, schon wieder Hunger. Und immer noch kein Stein. Scheiße. Das mit dem Stein ist voll super ätzend. Aber hier so in der Nacht übers Meer paddeln ist auch Mist, weil du dann nicht weißt, wo du am Ende ankommst. Ich gehe jetzt hier nochmal auf Steinsuche mit meinem. Mit dem hellsten Feuerzeug der Welt. Boah, geil, das sieht man. Das ist halt tatsächlich mal realistisch gehalten, nicht wie immer in den Filmen und so, wo jemand mit einem Feuerzeug, sag ich mal, hier so ganze Räume ausleuchtet und Hallen am besten. Ganze Hallen mit einem Feuerzeug werden die. Oder am besten noch mit einem Streichholz. Man kann ja nicht leugnen, dass ein Feuerzeug durchaus hell sein kann, aber so hell, dann doch nicht. Gut, den Quatsch können wir hier mal mitnehmen. Wo ist denn der Hai, der uns hier angreifen will? Wahrscheinlich wieder unter der Insel. Ich glaube, das haben sie bis heute nicht ganz in den Griff bekommen. Ja. Das Zuschauen muss jetzt auch super spannend sein. Hier ist das nicht fertige Haus. Da ist auch noch kein Bett drin. Uns fehlt nur noch einer? Ne, zwei. Hier kann man noch ein bisschen den Sternenhimmel begutachten. Wunder, wunder hübsch. Das nützt mir allerdings alles nichts. Bett wäre natürlich wieder praktisch. Bett fände ich gut. Ich fände es gut, wenn ich ein Bett hätte. Dann könnte ich diese dusseligen Nachtgeschichten hier einfach überspringen. Aber nein, keine Nachtgeschichten überspringen, natürlich nicht. Wieso auch? So, jetzt kratze ich mich mal kurz, ganz beherzt. Ha. Nix hier, Freunde. Außer diese Yucca-Palme, die ich bis jetzt immer übersehen habe. Die kann man natürlich mitnehmen. Sehr gut. So, hier zwei Dinger. Noch mehr. Ich glaube, dass man fürs Bett 4 brauchte. Das war, glaube ich, der ganze Trick daran. The whole truth and nothing but the truth. Können wir hier eigentlich hoch? Da können wir hier so Sandspringen machen. Geronimo! Zum Glück habe ich mir nichts getan. Das wäre jetzt fatal gewesen. Aber hier, was ich bis jetzt auf meinen Reisen so gefunden habe, ist hier dieser olle Airtank und eine Flasche Wasser. Wow! Eine ganze Flasche Wasser habe ich gefunden. Och Mensch, hier ein so ein Drecksstein. Das muss doch möglich sein. Jetzt muss ich einfach woanders hin paddeln. Die Frage ist, wohin? Und im Dunkeln, na, das kann echt halt, das wird richtig witzig. Ja, das war hier. Ja, die sieht nah aus. Aber das könnte natürlich auch sein, dass es unsere Dauerinsel ist. Deswegen paddeln wir einfach mal nach dort. So, ein bisschen mit Gehgeschwindigkeit. Vielleicht gibt es ja auch was ganz Tolles auf der Insel. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Im Dunkeln ist gut munkeln, aber vielleicht geht ja auch bald wieder die Sonne auf. Ich kann jetzt nur nicht nach oben gucken, sondern dann ist hier mein Spezialpaddeln weg. Nein, 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 nein. Das ist eine dumme Idee hier, dass man hier runterfällt. Das lassen wir. Ach, das ging aber echt schon mal besser. Jetzt paddel halt normal. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Also, ich habe Zeit. Es ist Feierabend. Das ist der Feierabend-Stream. Feierabend. Feier-Evening. Dä-d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 ä. Ach ja. Und ihr so? Oder du so, einer Zuschauer? Der nicht ich bin.
Ich habe mich nicht angemeldet hier bei Hitbox gerade. Vielleicht bin ich es doch. Da drüben ist schon so ein ätzender Kackhai. Wir sind ja schon 8 Millionen Jahre unterwegs, also mindestens. Live-Channels. Ja, ich bin im Live-Channel, aber mich sieht man natürlich nicht. Weil mir keiner zuschaut. Ach, da hat sich die Insel mal aufgespawnt. Verpiss dich, Hai. Darf ich jetzt natürlich nicht hier irgendwelchen Mist machen. Aha, das ist eine interessante Insel. Hoffentlich gibt es dort auch was zu finden. Find, find, find. Schnief, schnief, schnäuf. Ja, jetzt bin ich hier über den halben Ozean gepaddelt für einen ganzen, was wollte ich haben? Ach, ein Stein, ja. Und immer wenn ich aufnehme und die Kamera ist an, dann juckt die Nase. Immer. Ich kann das aber nicht unterdrücken, dann würde ich wahnsinnig werden. Wahnsinnig. Dim, 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 dim. So. Angekommen. Oh, da drüben ist ein mittelgroßes Schiff. Das juckt alles. Mein ganzes Gesicht juckt. Ich sollte es vielleicht mal waschen, aber... Waschen. Waschen ist überbewertet. Meine Güte, hier ist auch ein halber Schiffsfriedhof. Holla. Die Waldfee. So, wie sieht's denn aus? Och, Ducktape, Mensch, da freue ich mich jetzt aber. Endlich mal wieder Ducktape. Ja, ich sehe hier gar nichts. Ja, ein bisschen Hunger, ein bisschen Durst. Ein Stein. Yay, und noch ein Stein. Und jetzt bräuchte ich mal noch was zu essen und zu trinken, wenn wir schon mal hier sind, ehe die Sonne aufgeht. So. Kann man nicht mehr an Palmen hochklettern? Man kann nicht mehr an Palmen hochklettern. Scheiß Ducktape. Scheiß. Na komm. Scheiß Ducktape. Hallo? Ich glaube, es ist ins Wasser gefallen. Die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf. La la la. Hm, hm, hm. Ich hoffe, wir sind von dort gekommen. Oder von dort. Ich hoffe, wir finden uns jemals zurück. So, in der Hoffnung, dass die jetzt ein paar Kokosnüsse fallen lässt, diese Palme. Jo, da ist eine. Eine gab's, eine ganze. Boah. So, dann trinken wir die erstmal. Lassen sie fallen und werfen sie mal nach oben, was nichts bringt. Komm schon. Ich hab doch Hunger. Ah, vielen Dank. Vielen lieben Dank. So, Coconut Half. Njom. Njom. Damit wäre das Essensproblem zumindest erstmal ein bisschen gelöst. Und jetzt gucken wir doch erstmal, was sich hier so an Schätzen verbirgt. Ich kann mich hier nicht hinknien. Wäre auch zu einfach, aber zumindest gibt es hier ein bisschen was zu holen. Yay, Flipper. Na, 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 na. Wir lieben Flipper. Achso, atmen kann er trotzdem nicht unter Wasser. Hm. Naja, schade, schade, Schokolade. So. Da müsste man natürlich auch noch hin. Sieht aber wieder aus wie für bösartige Haie gemacht. Und eigentlich bin ich nur wegen Stein hier. So. Rock. Aber ein paar Sticks kann man ja noch mitnehmen. Ja. So dass ich dann 8 Steine mitnehmen kann. Das wäre schon mal ein Anfang. Für Holz habe ich ja eigentlich was ganz anderes. So, Stein. Das ist ja hier eigentlich nicht meine erklärte Holzinsel. Holzinsel. Das klingt auch irgendwie falsch. So, jetzt haben wir hier 4. Die wird mir erzählen, dass auf diesem
mistigen kleinen Eiland. Bloß vier Steine sind. Nein, jetzt sind wir schon bei sechs. Sehr gut. Warum kann ich eigentlich nicht so eine Krabbe hier mir an den Stock binden? Das ist so ähnlich wie, wie ein Stein. Einer noch. Einer noch. Es stürzt nur so rum. Hast du Hunger? So. Hier schon kaputt. Supi. Ach, natürlich kann ich sie nicht aufnehmen, weil ich jetzt gerade hier zu viel einstecken habe. So, einmal essen, noch einmal essen. Pocket Knife, Pocket Knife. Pocket Knife. Ach so, ich brauche noch einen Stein. Einen brauche ich noch. Und dann müssen wir nur noch zurückfinden. Nur noch. Vielleicht liegt hier drüben auf dieser kleinen Landzunge noch etwas. Nee. Warum auch? Ist kein Platz, wo normalerweise Steine liegen, die irgendwie angespült werden. Nee, nee, die müssen hier in der Mitte von so einer Insel liegen, weil hier so viel Erosion stattfindet. Da drüben ist er. Wir haben ihn gefunden. Und jetzt werden wir uns wieder zurück dahin machen, wo wir hergekommen sind, wo auch immer das war. Ich hoffe tatsächlich, dass es, also jetzt, ich kann jetzt natürlich hinzeigen, das sieht nur keiner. Ich hoffe, dass es geradezu dort war. Ah, jetzt klappt das ja auch ein bisschen besser. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich musste an irgendeinem Riff auch im Dunkeln vorbei. So, minimaler Geschwindigkeitsmodus. Schnief. Schnief, Schnief und Schnäuf, das sind meine beiden besten Freunde. Vor allem bei so einem Wetter, da habe ich irgendwie immer Probleme mit der Nase. Ob es jetzt nur eine Allergie ist oder irgendwas anderes, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man steckt nämlich gewissermaßen nicht drin. Nur in meiner Nase steckt irgendwas, nämlich Einhornstaub. Einhornstaub ist sehr gut. Das sieht aus, als gibt es dort Palmen. Das kann also nicht meine Insel sein. Schiat. Also ich bin mir natürlich nicht hundertprozentig sicher, ob es Palmen. Man sieht es voll. Also es sind verhältnismäßig wenig Palmen. Das könnte auf unsere Insel hindeuten. Ja, ist unsere. Verpiss dich! Niemand mag Haie. Ich bin gegen Haie. Geschafft, geschafft. Wir sind zurück. Und haben Geschenke mitgebracht, die wir unserem Kokosnussgott darbringen. Oh, weiße Green Coconut, weiße Green Coconut. Was habe ich denn hier gebaut? Das ist ja auch spannend. Mal umschubsen. Na? Ja, kann man ja mal mitarbeiten hier mit dieser Physike. So, und jetzt verbinden wir das mit Sticks. Und natürlich Lashing, wie ich fast vergaß. Zu einer Crude Axe. So, und ich wollte ja ursprünglich, natürlich will ich ja das Dach fertig kriegen, aber vielleicht ist erstmal das Bett wichtiger, damit wir diese Nachtgeschichten nicht mehr haben. Okay, was habe ich denn hier noch liegen an? Eigentlich mehr als genug an Sticks und Stones. May break your bones. Nein, was jetzt natürlich noch fehlt, sind ein paar von diesen Palmenblättern. Das waren einige fürs Bett. Ich glaube 8 oder so. Und wenn wir das dann fertig haben, dann können wir tatsächlich endlich das Bett bauen. Freddy, Bus bauen. Oh Mann, das sollte man hier, glaube ich, nicht sagen. Wer weiß, wer das hier in den falschen Hals bekommt, was ich hier so von mich gebe, während ich so wahllos vor mich hinquatsche. Na, komm schon. Komm schon, komm schon. Nimm dir davon eine Extraportion. Ja, eine Extraportion. Palmenwedel oder Palmenblätter hätte ich jetzt gerne. Damit wir hier endlich mal
zum Schlafen kommen. Der muss ja schon völlig übermüdet sein, der Typ. Der ist jetzt hier schon seit 3 Tagen wach. 3 Tage wach. So, nein, immer noch kein Bett. Nee, das ging mit der Axt, das weiß ich noch. Ah, okay, wir haben ja hier noch ein paar Sticks. Düdeldüm hat's gemacht, mein Telefon. Immer noch kein Bett. So, dann machen wir mal eine kurze Pause, damit ich hier in Ruhe die. Wie machen wir denn hier eine kurze Pause? Pause. Ich hätte gern eine Pause. BRB hätte ich gerne. Ich will nicht anhalten. Ich will eigentlich eher so. Nee. Na gut, dann machen wir einfach kurz alles aus und dann bin ich gleich wieder da.
Pling. Ploing. Badum. So, da sind wir nämlich schon wieder. Ich würde bloß mal ganz kurz gucken, wie das hier iPad-mäßig rüberkommt. Wie lange der Verzug ist und der ganze Spaß. Stunden später. Achso, und jetzt habe ich jetzt gesehen. Oh, da ist ein Dritter dazugekommen. Ne, ist wahrscheinlich kein Dritter. Das bin einfach nur zweimal ich, weil ich hier doppelt angemeldet bin. Wer weiß, wer weiß. Hallo, dritter Zuschauer. Wer auch immer du sein magst, fühle dich ganz wie zu Hause. Es geht sofort weiter. Sofort geht es weiter. Ich habe gerade mal ein Commercial Break eingespielt. Three current viewers steht hier. Allerdings folgt mir keiner von denen. Nee, ich bin einfach nur doppelt drin. Ich bin einfach nur doppelt drin. Jetzt habe ich den Tab zugemacht. Sehr schlau von mir. Lieber Zuschauer, du bist ja hier Gast, habe ich gesehen. Gäste können natürlich nichts schreiben. Deswegen melde dich doch vielleicht einfach mal an. Ja, das funktioniert hervorragend. Gäste können hier nämlich nichts schreiben im Chat, leider. Deswegen melde dich doch vielleicht einfach an. Minimiert. Oh Gott, ich hoffe, das funktioniert trotzdem noch. So, was wollte ich jetzt eigentlich bauen? Wo war ich? Wo war ich? Keine Ahnung. Crude Axe, Crude Hammer. Achso, ich wollte ein Bett bauen. Wahrscheinlich sind wir hier schon halb am Verhungern, ja. Ja, sind wir. So, da werde ich mir doch mal so eine Kokosnuss ranholen. Coconut. I want the coconut, you want the coconut. Erstmal trinken wir sie und dann schmeißen wir sie wieder im hohen Bogen durch die Gegend. Ja, melde dich doch einfach an, lieber Gast. Dann kannst du dir nämlich auch schreiben, ich werde ab sofort, wenn das einer vielleicht jemand ist, der sonst gerne meine YouTube-Videos zum Thema Stranded Deep geschaut hat. Falls du einer von diesen bist, der jetzt hier gerade zuschaut, sozusagen, melde dich hier an. Ich werde bei Twitch wahrscheinlich nicht mehr aktiv werden, weil es dort einfach zu schwierig ist. Was weiß ich, mit der Bandbreite und. Ach, das ist alles, das ist ein Krampf. Bei Hitbox ist es halt im Gegensatz dazu kein Krampf. Ich glaube auch Optik und so und Audio und so, der ganze Spaß, das kommt alles gut rüber. Bei Hitbox viel besser als bei Twitch und ich kann hier selber entscheiden, mit welcher Auflösung ich streame. Ah, so. Jetzt hat man das auch erledigt. So, ich kann mir ja nur vorstellen, dass wir noch mehr von diesen Dingern hier brauchen. Kann ja nicht so viel Lashing benutzt werden. Und zack, es ist dunkel. Das ist hier. Das ist der absolute Oberknaller. So, wo lacht denn der ganze Scheiß hier, der liegt hier rum. Ich meine, was soll man denn hier noch weiter brauchen, außer 38? Das kann doch nicht sein. Jetzt muss ich doch im Internet nachschauen. So, wie das Bett funktioniert. Stranded Deep Bed Crafting. 6 Sticks brauche ich dafür. 4-mal Lashing, 4 Pumpen und 6 Sticks. Sind das keine 6 Sticks, die hier liegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber sowas von. Oder ist es zu wenig? Es ist ein Lashing zu wenig. Ah. Wo ist denn das eine hin? Gut, mal gucken, ob hier meine Lashing-Pflanzen eventuell schon wieder nachgewachsen sind. Jawohl. So, dann wird das Bett jetzt tatsächlich fertig. Ich habe, glaube ich, ein Lashing verbraucht gehabt, ne? Für. So, jetzt schmeißen wir alles auf einen Haufen und jetzt. Oh, da ist es.
Lübbett. Und das hätte ich gern im Haus. Das fällt mir früh ein, dass ich das gerne im Haus hätte. Scheiße. Bisschen wie bei IKEA hier. Jawohl. So, achso, erstmal hier diese Mittelbalken wieder wegschlagen. Das wird mir ja schon nicht über dem Kopf zusammenbrechen. Weil die braucht hier echt kein Schwein, die Mittelbalken. So, wenn die Mittelbalken weg sind, dann wundervoll. So. Tür zu. Schlafen. Sehr gut. Übrigens, was ich noch gar nicht gemacht habe, ist speichern. Safe. Yes. So, wie üblich, Riesenhunger, Riesendurst. Klasse. Ja, den muss man immer erst in die Hand nehmen. Man kann nicht wie so ein Pferd raussaufen. Okay, das wäre also jetzt schon mal geschafft. Und jetzt. Muss ich hier erstmal. Zack. Das Campfire wieder ein bisschen auffüllen. Damit ich mir so eine schmackhafte Krabbe braten kann. Schmackhafte Krabbe einmal hingelegt. Düdel, düdel, düdel. Ich brauche aber noch mehr Krabben. Die eine wird nicht langen für meinen Essenswunsch. Toll, jetzt liegt hier noch ein Stein. Ich habe vorhin ewig nach einem Stein gesucht, aber haben wir nicht hier so eine Höhle vor unserem Häuschen? Genau. Da kommt leider keine freiwillig raus. Okay. Was haben wir noch zu sehen, zu bieten, zu hören? Ist schon wieder die Krabbenpopulation, die gleicht schon wieder, weiß ich nicht was. Jetzt hat's Klüngen gemacht, da wäre schon mal eine Krabbe fertig. Ich laufe an einer vorbei. So, Krabbe, Krabbe, Krabbe. Muss man essen? Ganz wichtig. Und hier noch ein besonders fettes Exemplar. Leider sind alle gleich groß, nachdem ich sie wieder aus meinem Inventar rauspacke und alle auch gleich. So, dreimal die gleich große Krabbe. Nein, nicht essen, sondern da rein. So, eine müsste es wahrscheinlich noch tun dann und dann können wir auch schon wieder anfangen. Ich hätte jetzt mal gerne noch einen Stick, damit ich mir ein paar Fische fangen kann. Aber was sagt eigentlich unsere Fishtrap? Die habe ich ja hier. Da möchte anscheinend auch kein Fisch rein. Schade, Schokolade. Ja, so ein einzelner Stick wäre jetzt gut. Gibt ja auch nicht so richtig viel zu holen in unserem Häuschen. Das ist schön groß, fehlt aber noch Decke und mir fehlt jetzt gerade Stick. Stickety Stick Stick. Noch ein Stein. Ich fasse es nicht. Aber Sticks sind jetzt tatsächlich anscheinend komplett aus. Ah, so, die nächste Krabbe ist durch. Schade, ein Stick hätte mir gefallen. Da hätte ich mir nämlich so einen Angelspeer bauen können. Okay, dann sind wir jetzt, glaube ich, gesättigt und verköstigt, was den Durst angeht. Dann, das bleibt alles hier. Und wir paddeln mal rüber zur nahen Insel, um sich um uns dort ein bisschen Rohstoffe abzufassen. Ich brauche ja noch ganz viel. Naja, vielleicht nicht ganz viel, aber ich brauche noch
Ein wenig Holz, gerade wegen diesem Stick nicht Stick, sondern ja doch, ich brauche so einen Stick für den Speer. Und dann brauchen wir generell noch Holz, damit wir das Dach endlich mal fertig kriegen. Und ja, so viele, viele, viele Sachen. Aber der Gast möchte sich anscheinend doch nicht anmelden. Aber es ist nicht so schlimm. Ist ja alles halb so wild. Mich freut, wenn ich jemanden unterhalten kann, wenn hier jemand zuschauen mag. Ist ja hier, ist ja noch kein Meister vom Himmel, vom Streaming-Himmel gefallen. So, da drüben liegen schon ein paar Sticks bereit. Das passt mir natürlich sehr gut. Genau, die hatten wir das letzte Mal schon vorbereitet und dann nicht mitgenommen. Und dann nehmen wir hier die Palme auch gleich noch aus. Und wenn wir die dann ausgenommen haben, dann verpiss dich, Hai. Du kannst ja gerne mal was von meiner Axt schmecken. Komm her, du. Näher traue ich mich aber auch nicht ran. Er sich aber auch nicht. Da stehen sich nur zwei Jäger gegenüber. Da kann man nichts machen. Ja, nichts kann man da machen. Hack schneller dein Holz, schneller Holzhack, Mann. Oder so. Meine Güte, es ist jetzt hier tatsächlich hier jetzt auch langsam genauso warm wahrscheinlich wie im Spiel. Was sagt denn die Temperatur? 26. Sie ist wahrscheinlich wärmer. Sehr gut. Ich fühle mich also quasi auch schon wie auf der Insel. Und dass hier gerade ein bisschen Wolken davor gezogen sind. Es wirkt gerade ein wenig bedeckter. Ne, das wollte ich nicht gucken. Ich wollte gucken, wie viele Sticks wir schon dabei haben. So, das brauchen wir ja leider auch noch, den Quatsch. Ah, man kann immer noch so wenig mitnehmen. Es ist kein Rucksack dazugekommen oder so. Die haben sich ja viel jetzt nur mit der Engine beschäftigt, damit sie die zum Laufen bekommen. Die neue Engine, die Unity 5, auf die es ja geupgradet wurde. Macht auch einen schicken Eindruck, außer vielleicht hier dieses weiße Gegrissel gerade. Wer weiß, woran das liegt. Da weiß vielleicht irgendwie der. Irgendwie passt dem, glaube ich, diese Beleuchtung gerade nicht, weil vorher war das ja auch nicht so. Aber wer weiß, wer weiß. So, Trunk geht klein. So, ja. Und jetzt nehmen wir hier noch einmal hier was von diesem Quatsch mit. Ich bin mir nicht sicher, ob es reicht. Also ich bin mir wirklich nicht sicher, ob es reicht. Können wir nur rausfinden, indem wir jetzt wieder zurückpaddeln. Meister Hai scheint sich auch verabschiedet zu haben. Ah, so lobe ich mir das doch. Wenn das richtig funktioniert, dieser, ich sag jetzt mal, Geschwindigkeitscheat, dann ist das auch super einfach und super praktisch. Eben weil wegen der höheren Geschwindigkeit. Ich meine, ich könnte jetzt nochmal Escape drücken, aber meistens geht es dann schief. Da unten ist noch ein Rochen. So einen habe ich ja schon mal als Türvorleger missbraucht. So. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt kein Dashing braucht. Schmeißen wir erstmal alles hin, dann holen wir uns gleich Dingsterbums. Holen wir uns ab. Nämlich unseren Hammer. Diesen hier. Dann wird diese äußerst wunderschöne. Dies also ist eine wunderschöne Hütte. Support Wall, Windowed Wall, Foundation, Roof. Och nein! Huch. Wegen dieser einen.
In diesem kleinen Scheißdingchen. Oh, schön. Endlich eine Hütte mit sinnvollem Inhalt. Sehr gut, sehr, sehr gut. So, ein Stick haben wir hier. Jetzt müssen wir einen Rock mal kaputt machen. Ja, so nicht. Komm schon. Man kann ihn natürlich auch einfach kaputt prügeln. Nein, du gehörst jetzt nicht mehr zu dieser Gruppe. Nee, man muss ihn tatsächlich werfen. Aber irgendwie, das ist hier gerade... Genau, das habe ich gesucht, die Rock Shards, damit ich mir so einen Speer basteln kann. Speer und R. Scheiße, irgendwas anderes brauchte man noch. Aber was? Crude Axe, Crude Knife, Crude Hammer. Wahrscheinlich brauchte man irgendwie so einen Arsch wie zwei Lashing. Natürlich. Weil eins nicht reicht. Oder vielleicht brauchte man auch zwei Sticks. Ah, das ist alles immer so unklar, diese Rezepte manchmal. Ja, wegen mir hole ich jetzt noch ein paar Sticks. Irgendwann wird sich der Speer schon ergeben. Das hätte auch jemand im Zweiten Weltkrieg sagen können. Irgendwann wird sich der Speer schon ergeben. Crude Spear. Ah, zwei Sticks, genau. So, und den können wir jetzt mal erfolgreich ausprobieren. Vielleicht nicht hier, wo es ganz so tief ist. Irgendwie müssen wir mal eine bessere Stelle finden. Hier ist ganz gut. So, haben wir eine Sardine gefangen, wow. Noch eine. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. So, jetzt ist das geschafft. Vielleicht muss ich auch irgendwas da reinstopfen. In diese Fischfalle, damit ich Tiere anlocke. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die funktioniert. Man könnte natürlich nachgucken, aber das wäre nur der halbe Spaß. Ich mal gucken, ob ich hier vielleicht so einen, weiß ich nicht, so einen anderen Fisch reinstopfen kann. Jetzt ist da eine Sardine drin. Die kann ich da rausholen. Wow. Also ganz, ganz spektakulär. Ist das Feuer jetzt noch an oder eher nicht? Wahrscheinlich eher nicht. So, nehmen wir mal unsere restlichen Pump. Ja, ist tatsächlich noch nicht mehr... Ich weiß nicht, ob das an sein soll. Hüpf, hüpf. Ich höre ja zumindest keine Angeräusche. Hat's geregnet? War es ist ja, also manchmal ist dieses Spiel einfach nur unlogisch. Nein! Nein! Verdammt. Jetzt ist es nur noch ein Bucket. Kein Bucket von Freshwater mehr. Komm her!
Sehr gut. Jetzt habe ich auch endlich wieder, musste ich mal kurz mich ein bisschen konzentrieren, habe wieder einen Schuhabtreter. Komm her, Schuhabtreter. So. Wunder, wunderschön. Oder vielleicht kann ich den auch kaputt machen und dann essen. Nö, kann man nicht aufheben. Lebst du noch? Nee, du siehst verhältnismäßig tot aus. Oh, Sticks, Sticks, Sticks. Sticks and Stones might break your bones. Noch ein Rock. Was habe ich denn hier vorne alles an Steinen übersehen? Unfassbar. Irgendwie ist mein. Ist mein Feuer nicht so richtig an. Ich weiß leider nicht warum. So. Und jetzt? Jetzt bin ich überfragt, was wir gerade machen sollen. Haus ist fertig. Alles fertig. Ich gucke gerade mal hier in diesen Chat rein. 1 Stunde 19 sind wir jetzt schon dabei. Nicht schlecht. 1 Stunde 19. Jetzt nicht wundern, ich muss gerade mal was testen. Ob jetzt hier wirklich ein Commercial Break kommt? Nö, hier kommt kein Commercial Break. Nee, wer weiß, wer weiß. War ja auch nur ein Test. Es wird schon wieder dunkel. Und ja, mein Charakter hat Hunger. Aber, wie gesagt, hier ist mein Feuer ist halt irgendwie alle. Kann ich es vielleicht löschen und dann neu anzünden? Ich glaube nicht. Ja, es leuchtet halt nur so ein bisschen. Da müsste was wo abbrennen lassen. Ist natürlich sehr, sehr praktisch. Gerade wo ich jetzt ja so ein Hüngerchen verspüre, muss ich erstmal Steine essen. Nein, Kokosnüsse natürlich. Kokosnüsse. Wo hatte ich denn noch welche? Bald sind ja auch die letzten Inselreserven wahrscheinlich aufgebraucht. Inselreserve. So. Hier liegt noch eine. Ich sammle jetzt mal ein paar ein und bunker die bei mir im Häuschen. Hier wäre natürlich eine Lampe auch noch famos. Oh, Leute, ich will hier drin eine Lampe haben. Danke. Ja, es war eine gute Idee. Ah, hier ist die Coconut. Durst haben wir keine. Jetzt ist die Drinkable Coconut auch dahin und gleich können wir sie dann mal essen. Bevor wir uns zum Schlafen hinlegen. Naja, erstmal schlafen.
Damit es dann gleich wieder etwas heller ist. Heller. Heller, heller, heller. So. Gleich zum frühen Morgen erstmal Kokosnüsse klein schlagen und trinken und dann essen. Essen, trinken, das sind Sachen, die ich total gern mache. Auch im echten Leben, nicht nur virtuell. So. Nom. Nom. Drinkable Coconut. Ja, trinken müssen wir. Ach ja, doch, klar, wir müssen auch noch trinken. Jetzt ist das hier auch schon mal erledigt. Die ist kaputt. Die essen wir auf. So, es wird, es wird. Na doch, so ein bisschen Hunger haben wir schon noch. So, ich hoffe natürlich, dass... Ja, das Feuer hat sich immer noch nicht beruhigt. Das bedeutet, da ist natürlich... Das wird uns jetzt gleich gar nicht gefallen, was wir getan haben. Oh, er kotzt nicht. Na, das passt mir auch gut. Okay. Jetzt mal sinnvoll nachdenken. Häuschen ist soweit fertig mit einem Türvorleger, über den man ein bisschen schwieriger drüber laufen kann. Aber ist ja nicht so wild. Nee, das klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. So, der Türvorleger ist da. Grausam, aber so ist es nun mal. Und jetzt machen wir noch die Tür zu, damit ja keine anderen wilden Tiere, die es ja natürlich nicht gibt, hier rein können. So. Bisschen Sonnenbrand, der Gute. Oder ist das bloß wegen der Sonne? Ich glaube, ja. Okay. Wir haben da so ein bisschen Klimbim. Da drüben waren wir schon drin. Das reimt sich sogar sehr gut. Gut, dann schlage ich vor, dass wir uns mal dieses Wrack angucken, wo wir noch nicht drin waren. Oder mal zu dieser Insel dort reisen. Die ist ja auch nicht so weit weg. Hoffe ich mal. Obwohl, wir reisen erstmal zu der, gucken uns das Wrack dort an. Und dann sind wir bestimmt nachher dann gleich schlauer. Nur nicht aus dem Boot fallen. Ja, genau das habe ich gemeint. Dann kommt nämlich der Hai und frisst einen. Aber es ist halt so langsam, das Paddeln. Es ist so langsam. Da nützt es rein gar nichts. So. Wo war denn jetzt hier drüben das Wrack? Da war doch eins. Genau das dort. Da wollte ich ja gerne mal dem einen Besuch abstatten. So, auf dem Deck haben wir nix. Da ist eine Axt. Tank. Noch eine Axt. Luft holen. Ablegen. Da ist, glaube ich, noch mehr drin. Da ist noch mehr drin. Die zwei Äxte sind natürlich schon mal nicht schlecht. Die Flairgun nehme ich natürlich... Oh nein, jetzt wird es neblig. Nebelig, nebelig. Okay, das schmeißen wir hier erstmal alles ab. Fuel Tank, zwei Äxte. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Gut, aber der Nebel, der stört mich ja jetzt. Aktuell stört er mich nicht weiter. Da können wir ja mal nochmal da reinschauen. Unter Wasser ist ja meistens kein Nebel. So. Und rein in die gute Stube. Zwar eher hinten nochmal reingucken. Ein Diskusfisch, ja, danke. Ich weiß, dass es ein Diskusfisch ist. I feel strange, sagt er. Warum fühlst du dich
Was ist denn jetzt, Freund? Ach. Da bin ich wohl in irgendeinen Giftfisch oder einen Giftefeu oder sowas reingeflogen. Das passt jetzt natürlich hervorragend, weil wir keine Medikamente haben. Das lässt sich, soweit ich mich erinnere, nur mit Antibiotika behandeln. Praktisch. Ja. Ist ja jetzt doof. Vor allem ist doof, dass wir jetzt hier gerade nicht weg können. Warum? Weil wir nichts sehen. Und mit nichts meine ich nichts. Nicht nur ein bisschen nichts. Das ist alles Suppe. Okay, ich meine, seine Pickelchen da auf der Haut bewundern. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist daneben nicht gleich noch eins? Ach nee, das ist... Okay. Soweit verstanden. Jetzt hier, Freund Blase ist halt krank. Hat auch ein bisschen Hunger, ein bisschen Durst. Nichts Schlimmes. Aber es ist halt da, die Krankheit. Und mit Kranken ist ja bekanntlich nicht zu spaßen. Spaß, Spaß, Spaß. Ah, Steine können wir eh nicht mitnehmen. Hm. Na, Arschloch. Da hat er gebissen, mal kurz. So, wie wäre es, wenn du abhaust? Ich bin stärker als du. Das haben wir jetzt beide gerade gelernt. Aha, da haben wir es wieder. Den Untersee. Den Unterseehai. Der ist jetzt so wütend gewesen, dass er eben hier durchgeschwommen ist. Jetzt müsste er mich natürlich nur noch erwischen. Okay, ist natürlich nicht gefixt. Wer hätte es anders erwarten können? Ach, jetzt begibt er sich mal wieder raus. Naja. Ich meine, ich kann ihm auch mal mit der Axt ein paar geben. Aber die sind halt so zäh, diese Haie. Oh, jetzt dachte ich schon, da ist er weg, aber er war noch nicht weg. So, erstmal warten, bis er wieder ein bisschen näher kommt. Den Hai würde ich jetzt eigentlich gerne noch kaputt schlagen. Ich glaube, jetzt hat er genug. Ja, wie die das gerne so machen. Oh, da hört jetzt tatsächlich auch der Nebel auf und ich weiß wieder, wo ich hin muss. Nämlich da drüben. Glaube ich. Nee, das ist eine andere Insel. Ah, da waren wir schon. Obwohl, waren wir da schon? So, bist du jetzt der Kollege von dem gerade eben oder bist du der genervt ist, weil ich ihn gerade mal so richtig paar gegeben habe? Keine Ahnung, keine Ahnung. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich auf der Insel schon war. Deswegen gucke ich da jetzt gerade mal hin. Ja, also die ist ja mal schön groß. Hätte ich mal das Lager hier gebaut. Holla, die Waldfee. Holla, die Waldfee, ist das eine große Insel. Ah, da ist vielleicht die Überlegung gar nicht so verkehrt, hier mal umziehen zu wollen bei Gelegenheit. Auf so eine schöne große Insel, da kann man ja hier echt was, da kann man richtig schön was leisten auf der. Also das finde ich cool. Ah.
Ist eine Überlegung wert. So, jetzt gucken wir noch mal, wie spät es ist. 18.35 Uhr. Ich bedeute, ich streame jetzt seit anderthalb Stunden. Und da es nur der Feierabendstream ist und ich jetzt langsam Hunger bekomme, werde ich erstmal aufhören. Vielleicht geht es nachher noch mal weiter. Aber für jetzt ist erstmal Schluss. Dann bedanke ich mich an den einen Zuschauer. Danke. Und sag noch mal Tschüss an die Leute von YouTube, die es dort vielleicht gucken. Schaltet ruhig rein bei hitbox.tv/. Warte, Moment, ich muss zeigen hier. Slash. Naja, war falsch rum, der Slash für euch. So. Slash. Wie auch immer, slash Ongrui. Kostet nix. Schaut rein. Habt Spaß. Danke und fürs Zuschauen und bis bald. Bis zum nächsten Mal.